Erdgeschoss eben zwei Räume, die auch für Veranstaltungen eben genutzt werden. Und die stehen jetzt eben zur Disposition. Dafür ist heute die Räumung angekündigt, obwohl ja das Verfahren eigentlich gerade noch vorm BGH läuft. Die sind Eigentümer seit 3 Jahren hier, die Platinum Consult aus Bratislava, wobei dahinter zwei Österreicher stehen, Lynn und Robert Prenker. Und sie versuchen seit 3 Jahren dieses Projekt eben loszuwerden, zu verscheuchen, weil sie hier einfach nur Geld machen wollten. Und sie wollten uns halt auch von Anfang an loshaben. Und das ist jetzt so der erste Punkt, wo sie einen Fuß in die Tür kriegen könnten. Und das wollen sie dann natürlich unbedingt. Also selbst trotz der Verhandlungen, die jetzt gerade anlaufen sollten, erneut, muss man sagen, mit Moderation von Bezirksbürgermeister Franz Schulz. Wir rechnen schon damit, dass Polizei vor Ort sein wird. Wie die sich dann verhalten, ist für uns auch ganz unklar. Kann man relativ klar mit Nein beantworten. Natürlich müssen das am Ende die Gerichte klären. So, aber es waren schon relativ viele juristische Hürden für sie zu überwinden. Und über die letzte haben sie sich dann eben auch drüber hinweggesetzt. Da ging es um ein Urteil vom Bundesgerichtshof im Zusammenhang mit der Yorkstraße, dass eben solche Räumungen nicht stattfinden dürfen, wenn es einen Untermieter gibt, der nicht im Räumungstitel steht. Die Gerichtsvollzieherin hat sich dann wohl entschieden, doch zu räumen, trotz sogar der Empfehlung des Amtsgerichts Lichtenberg, von dem sie kommt, die gesagt haben, sie würden die Aktion jetzt abblasen. Rechtlich werden wir sicherlich die ganze Sache anfechten, klar. Dann muss sich die Gerichtsvollzieherin rechtfertigen, warum sie diese Aktion, die offensichtlich illegal war, durchgezogen hat.